When people look at it, it looks crazy. 7 Minuten des Terrors, so nennt die US-Raumfahrtbehörde NASA die Zeitspanne, die der Mars Rover Curiosity in seine Raumkapsel vom Eintritt in die Atmosphäre des roten Planeten bis zu seiner Landung braucht. Und die 7 Minuten des Terrors werden die NASA-Ingenieure voraussichtlich am 6. August erleben. Dann nämlich erreicht das Gefährt von der Größe eines Mittelklassewagens den Mars. Und wie dramatisch diese Minuten sind, beschreiben NASA-Wissenschaftler jetzt in einem Video. Der Eintritt in die Atmosphäre ist die erste große Herausforderung, denn die Kapsel knallt mit über 20.000 km/h in die Atmosphäre, die größtenteils aus Kohlendioxid besteht. Durch den Widerstand dieser Luft wird das Raumgefährt langsamer. Der Hitzeschild erhitzt sich durch die Reibung auf gut 1600 Grad Celsius. Weil hier enorme Kräfte wirken, sei eine perfekte Choreografie und ein perfektes Timing vonnöten. Sonst wäre alle Arbeit umsonst gewesen. Für diesen perfekten Ablauf ist ein Computer an Bord, der alle Prozesse steuert. Hat die Kapsel eine Geschwindigkeit von rund 1600 km/h erreicht, öffnet sich der größte und leistungsfähigste Überschallfallschirm, den die NASA nach eigenen Angaben je gebaut hat. Der Hitzeschild löst sich hierbei. Doch weil die Atmosphäre des Mars so dünn ist, kann der Fallschirm nur auf 300 km/h abbremsen. Dann kommen Raketen zum Einsatz, die den Bremsvorgang fortsetzen. Die Kapsel fliegt zunächst weg vom abgekappten Fallschirm, um sich nicht mit diesem zu verheddern. Und ein eigenes Radarsystem sucht den vorgesehenen Landeplatz. 20 Meter über dem Grund stoppt die Kapsel in der Luft. Mit einer Kranvorrichtung lässt die Konstruktion den Mars Rover Curiosity dann auf dem Boden ab. Eine Landung mit Raketen direkt auf dem Boden wollen die Wissenschaftler vermeiden, weil sie so viel Staub aufwirbeln würden. Das könnte die Geräte und Sensoren am Mars Rover beschädigen. Und ist das dann alles passiert oder das ganze Projekt gescheitert, weiß kein Mensch auf der Erde, ob die Landung funktioniert hat oder nicht. Denn die Signale vom Mars brauchen gut 14 Minuten bis zur Erde. Auch ein Grund, warum diese 7 Minuten der Planck-Terror für die NASA sind.